Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch. Und ja, gerade im Gespräch mit Nico. Und ich habe schon eine Idee, was wir mit dem Kelch von der Frau, von der Spanierin. Ich kann den Namen irgendwie nicht merken. Was wir mit dem Kelch anfangen werden. Aber trotzdem sprechen wir doch mal über die anderen Sachen, die wir hier haben. Ist da etwas zwischen dir und Lobino? Was geht dich das an? Wir haben uns darauf geeinigt, dass all dies hier, der Clown, die Templer, reine Geschäftssache ist. Ja, aber. Lass mich in Ruhe. Okay, das war nicht das richtige Thema anscheinend. Die beiden Sachen haben wir jetzt ja schon ein paar Mal abgehandelt. Glaubst du, der Mörder war für den Tod von Marquet verantwortlich? Das glaube ich nicht. Er hätte ihn schon das erste Mal erlebt. Außerdem hätte Marquet. Er war bis oben. Ja, das hatten wir schon. Okay, die brauchen wir uns nicht nochmal angucken. Vielleicht sprechen wir sie nochmal auf den Kelch an, den wir bekommen haben. Diesen Kelch habe ich in Spanien gefunden. Ich weiß immer noch nicht, warum die Gräfin ihn dir gegeben hat. Nachdem er all die Jahre verloren war, hat sie ihn einfach einem Wildfremden gegeben? Der fehlt doch wohl eine Krabbe in der Paella. Die Gräfin ist eine vornehme Dame. Du solltest sie nicht mit Meeresfrüchten vergleichen. Es würde mich nicht wundern, wenn zwischen dir und der Gräfin was gewesen wäre. Ist das dein Ernst? Sie ist alt genug, um meine Großmutter zu sein. Ja, okay, wir gehen mal. Ich mache mich besser wieder auf die Suche. Nico ist gerade ein bisschen angepisst, habe ich den Eindruck. So, ich würde jetzt ganz gerne zu diesem Platz Montfaucon nochmal hin. Können wir uns den Kelch eigentlich nochmal genau angucken? Der Kelch aus dem Mausoleum ist offensichtlich das Werk eines Meisters, aber dreckig und ohne Glanz. Ja. Ich möchte damit gerne nochmal hier in die Kapelle rein. Vielleicht, wir müssen ja Ritter und Kelch vereinen, sagte er. Und wenn wir jetzt vielleicht den Kelch mit dieser Ritterstatue kombinieren, dass er den praktisch in der Hand hält oder so. Oder hier, dass wir ihn da in die Schärpe hier stecken können. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber versuchen können wir es ja mal. Bin gespannt. Nee, macht er nicht. Und auch nicht da oben? Auch nicht. Ah, ich hatte es eigentlich gehofft, sag ich mal so, aber nee, dann wohl nicht. Ja gut, dann nicht. Dann. Ja. Dann könnten wir höchstens den Lobino, den André, nochmal nach dem Kelch fragen, was der dazu sagt. Oder vielleicht den Polizisten hier vorne, aber wohl, weil der hat ja eigentlich mit der Sache eher nichts zu tun. Ich denke nur, dass wir ihn irgendwann mal weglocken müssten. Wir quatschen mal kurz mit ihm. Immer klappt das nicht da. So. Verzeihen Sie, Wachtmeister. Oh. Zwei neue Sachen. Was wissen Sie über die Tempelritter? Les Das Templiers kennen wir und. schon. Aber hallo. Nomes. Müssten Sie jetzt nicht irgendwo den. Sie hat. Klopp. Okay. Ich. Wofür wird. Klapp. Das hatten wir alles schon. Woran erinnert Sie dieser Kelch? An Wein. Ja. Wir sehen uns wohl noch. Oui, Monsieur. Ich werde hier sein. Das war jetzt nicht sehr ergiebig, aber gut, habe ich auch nicht wirklich erwartet. Ich möchte jetzt zum Museum und mit Lobineau noch mal reden. Wenn er dann da ist. Er ist da, sehr schön. Dann zeigen wir mal den Kelch. Gucken, was er dazu sagt. Hi, André. Hallo, George. Was sagen Sie zu diesem Kelch, André? Das ist ein Kommunionskelch aus dem 14. Jahrhundert, vermutlich spanischer Herkunft. Und das war's schon. Scheiße. Mist. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. Wie machen wir das denn hier mal? Ich versuche nochmal das Fenster zu öffnen. Ja, der merkt das halt sofort, wenn ich da jetzt was mache, ne? Wenn ich jetzt rausgehe. Ist das Fenster jetzt offen geblieben? Ich weiß es nicht. Ja gut. Also, was haben wir noch für Optionen? Wir könnten nochmal bei der Polizei nachschauen. Also hier, der Rosso ist immer noch weg, aber vielleicht hat der Moe irgendwas Neues für uns. Das könnte natürlich sein. Sergent Mouet? Ja. Ich möchte einen Überfall. Das hatten wir Ich schon. sehe ah, vor dem. Sie haben gehört. Ja. Sie hat. Das hatten wir schon. Vielleicht sagt er was dazu? Was halten Sie von diesem Kelch, Sergeant? Nicht viel. Der ist über 600 Jahre alt. Ja, so sieht er auch aus. An Ihrer Stelle würde ich aus dem rostigen Ding nicht mehr trinken. Ja. Bis bald, Sergeant.
Gut, dann, wir können aber zum Café gucken. Ich weiß gar nicht, warum uns das immer noch angezeigt wird. Aber irgendwas muss hier anscheinend noch sein. Dürften wir da rein? Nee, ne? Doch! Oh, wir könnten mit ihm nochmal quatschen. Die Tür ist ja sogar auf. Warum denn das? Hallo, erinnern Sie sich noch an mich? Mary, Inspektor. Haben Sie ihn gefunden? Wen? Den Mann aus der Kanalisation natürlich. Ich gehe gerade das Beweismaterial durch. Puh, um den Job beneide ich Sie nicht, Monsieur. Also, was machen Sie so, wenn Sie nicht gerade die Kanalisation durchforsten? Ich dusche ziemlich viel. Oh, sehr gut, Monsieur. Ein Polizist mit Humor. Aber mehr gibt's gar nicht, mit dem zu bequatschen. Wir dürften sogar noch mal in die Kanalisation runter. Ja, warum nicht? Wir gucken einfach mal. Vielleicht gibt's hier noch irgendwas zu entdecken. Ich meine, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas zum Anwählen war, aber versuchen wir es mal. Nee, wahrscheinlich eher nicht. Na gut, dann sind wir wieder hier. Hier gibt's nichts Interessantes. Nee, glaube ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum wir zum Café noch hin dürfen, aber anscheinend ist der Bereich noch nicht komplett erledigt. Aber hier ist halt nichts mehr, ne? Hier dürfen wir anscheinend auch nichts mehr anwählen. Ne. Tja. Ich glaube, hier ist wirklich... Gut, wir dürfen telefonieren. Mit wem könnten wir doch mal sprechen? Guck, was wir so für Optionen haben. Dauert gerade ein bisschen, weil er wieder lädt. Oder wir kriegen gar nichts angeboten hier. Anscheinend kriegen wir nichts angeboten. Okay, dann gibt es nichts zu telefonieren. Also das Café ist, glaube ich, keine wirklich gute Idee. Bei Nico geht nichts mehr, bei der Polizei geht nichts mehr. Also entweder Montfaucon oder halt das Museum. Beim Museum komme ich aktuell nicht weiter. Also wahrscheinlich ist doch noch irgendwas hier. Oder, klar, Moment, bevor ich mich jetzt zu Tode suche, nochmal eben hier gucken. Ne, wir können aktuell nirgendwo anders hin. Dann bleiben wir in Paris. Und dann, ja, müssen wir wahrscheinlich hier nochmal gucken. Also mit dem... Irgendwas ist doch mit dem Kelch. Ich gehe nochmal rein in die Kapelle. Ich denke mal schon. Also irgendwas ist mit dieser komischen Statue. Was ist da? Da hieß es ja, da ist irgendwie ein Riss drin. Aber der Kelch passt da anscheinend nicht komplett rein. Und wir können ihm das auch nicht aus der Hand nehmen einfach, ne? Ein Ritter in Begleitung seiner Mitstreiter. Eingravierte Bibelzitate sollen ihn auf seinem Weg in die nächste Welt sicher geleiten, schätze ich. Ja. Ich gucke das nochmal an. Am Ende des Stabes ist eine Art Scheibe mit einem Kreuz darauf befestigt. Am unteren Rand der Scheibe sehe ich einen Haarriss. Ja, aber wir haben nichts, was wir da reinpacken könnten. Gips da reinhauen? Wahrscheinlich eher nicht. Das Werkzeug. Der Kelch hatte ich ja schon probiert, ne? Der Edelstein ergibt auch keinen Sinn. Können wir innerhalb des Menüs was kombinieren? Vielleicht doch nicht. Nee. Tja, was machen wir denn damit? Vielleicht doch nicht. Gips in den Kelch? Vielleicht doch nicht. Wozu haben wir den Gips noch bei uns, frage ich mich auch. Ein steinerner Ritter in voller Steinrüstung liegt hier, die ausdruckslosen Augen zur Decke gerichtet. Diese ganze Rüstung rumzuschleppen muss ziemlich... Und er hier? Ein steinerner Ritter liegt am Ende. Ob dieser Typ wohl im Kampf... Im Vergleich zu dem daneben sieht es recht schlicht aus. Kann ich hier noch weiter nach rechts? Das Bild kann ich aber nicht weiter verrücken, ne? Nee, okay, gut, da ist nichts mehr. War da oben noch was? Nee, sah es so aus. Ich weiß nicht, um welche biblische Geschichte es geht. Tja,
Dann kommen wir hier tatsächlich gerade nicht weiter. Was war denn hier noch mit der Schriftrolle, die er da in der Hand hält? Eine Schriftrolle ist ein Symbol der Gelehrsamkeit, das weiß ich. Ein gelehrter Ritter, das erinnert mich an etwas, das mir sehr spanisch vorkommt. Naja, deswegen hatte ich ja erst gedacht, dass wir vielleicht den Kelch hier wie eben übergeben müssen. Macht er aber nicht. Puh, vielleicht müssen wir doch nochmal auf. Warum können wir diese blöde Bank hier anwählen? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Aber vielleicht können wir dann doch nochmal zu Nico und ihr das sagen. Oder müssen doch nochmal auf der Schriftrolle was entdecken. Ich wüsste jetzt sonst gerade nicht, wo es weitergeht. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt gerade so ein bisschen festhänge. Aber ich möchte schon ganz gerne noch was erreichen, ne? Hallo, George. Tach. Schauen wir uns die Schriftrolle noch mal an. So, es geht ja um diesen Ritter hier. Ein Ritter mit einer Kristallkugel. Auf der Schriftrolle des Ritters steht ein Satz in Latein. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Ja, schon klar. Ein Ritter auf der durch mein Schau, schau. dazwischen ihm. Ja, doof, ne? Ich habe gerade keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Ich mache mich besser wieder auf die Suche. Ich würde ja ganz gerne im Museum weiterkommen, aber ich glaube, dass wir dazu eine andere Tageszeit brauchen tatsächlich. Das Fenster ist schon wieder zu. Können wir mit. Verzeihung. Ja. Oui, Monsieur. Haben wir mit dem noch was Neues? Wissen Sie etwas über mittelalterliche Handschriften? Ich doch nicht, Monsieur. Ich bin kein Gelehrter. Was hat er? Und Sie, obwohl so ist. Das ist keine gute Idee. Na gut, dann. Ich weiß es auch nicht. Wissen Sie etwas über die Tempelritter? Nein, Sir, nicht das Geringste. Das Schild am Dreibein besagt, dass es in einem Templerkloster gefunden wurde. Ach ja? Sagt er überhaupt nichts über John Dee? Wie schrecklich. Sie wissen nicht zufälligerweise etwas über das Dreibein, oder? Nein, leider nicht. Ich hatte keinen sehr guten Start ins Leben, müssen Sie wissen. Das bisschen Bildung, das ich besitze, Ja, okay, war oft. das kennen wir alle schon. Können Sie mir weitere Informationen? Sicherlich, Monsieur. Die. Was ist so aufregend? Was für Experimente hat die. Schon. Kann ich mir das Dreibein mal etwas näher ansehen? Wie bitte? Aus dieses Dreibein. Wie raffiniert. Eine. Wie wird die Alarmglocke ausgelöst? Durch den leichtesten Druck auf oder Bewegung von irgendeinem Teil der Vitrine, in der sich das Dreibein befindet. Ich finde, dass die Bezeichnung raffiniert. Sie hat. Okay. Wenn wir Ihnen über den Ausweis geben. Sagt Ihnen dieser Ausweis etwas? Nein. Gut. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Wir müssen uns hier irgendwie verstecken. Du kannst aber das Fenster aufmachen. Verzeihung. Nein. Oui, Monsieur. Mit dem will ich doch gar nicht Vielen sprechen. Dank für Ihre Hilfe. Geh mal weg. Ich möchte einfach hier das Fenster bedienen. Wieso sagst du, geht nicht? Das hast du sonst auch gemacht. Verstehe ich jetzt nicht. Macht er nicht mehr. Scheiße. Gibt es hier noch was anderes anzuwählen? Ne, das ist das Gleiche. Das ist halt das Gleiche. Ne? Ja, anscheinend. Passen Sie doch auf. Sie lassen das sonst noch auf uns runterfallen. Die Vitrine enthält das Dreibein, das in der Schriftrolle beschrieben war. Ja, das wollen wir haben. Kann ich denn irgendwas mit irgendwas kombinieren? Wieso darf ich das Fenster nicht mehr aufmachen? Das wundert mich jetzt so ein bisschen. Macht er nicht mehr. Oder ist das gerade verbuggt? Muss ich nochmal raus und wieder rein?
Das ist komisch, ne? Sonst hat er das Fenster immer noch mal aufgemacht, aber das will er jetzt gar nicht mehr. Mit ihm kann ich, glaube ich, auch nichts Neues mehr bequatschen. Hi, André. Hallo, George. Sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen etwas? Alamut ist der Name von dem Ort, an dem die Hashashin ihr Hauptquartier hatten. Ach, wo ist das? Irgendwo in der Gegend, die einmal Persien hieß. In moderner Geografie kenne ich mich leider nicht allzu gut aus. Auf der modernsten Karte, die ich habe, ist Amerika als englische Kolonie eingezeichnet. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. Vielleicht die wichtige Erkenntnis gewesen. Vielleicht dürfen wir jetzt nach Persien reisen. Reisen. Und gucken. Schade. Hätte er klappen können. Wir wissen zumindest jetzt, wo Alamut ist. Wir könnten das nochmal im Nico erzählen. Vielleicht bringt das was. Hallo, George. Wie lange kennst du Lobineau jetzt schon? André, wir haben uns im College kennengelernt. Er half mir, als ich Erstsemester war. Hat mir einiges gezeigt. Das hast du mir nie erzählt. Ich dachte, er sei einfach ein Arbeitskollege. Ist er auch. Ich sehe ihn nur noch selten. Er hat sich nicht sehr verändert. Vielleicht hat er etwas weniger Haare über der Stirn. Ich hatte vergessen, wie viel Spaß man mit ihm haben kann. Ja, aber... Habe ich dir dieses Streichholzbriefchen schon gezeigt? Ja. Hm? Oh ja. Ja, toll. Ich dachte... Na gut. Ich mache mich besser wieder auf die Suche. Das ist doch jetzt doof. Nach Persien dürfen wir nicht. Darf hier. Ja gut, dann nicht. Was machen wir denn jetzt? Verdammt. Jetzt hänge ich tatsächlich ein bisschen fest, ne? Museum. Meine lieben Freunde, ich glaube, ich muss bei ihm kurz recherchieren und dann melde ich mich gleich bei euch wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Ja, ich hatte ja schon den richtigen Gedanken tatsächlich. Das heißt, anscheinend ist das Spiel gerade ein bisschen verbuggt. Wir müssen tatsächlich ins Museum und hier geht's weiter. Und das hatte ich auch schon gesagt. Fenster aufmachen und uns dann im Sarkophag verstecken. Das Blöde ist nur, dass er das Fenster nicht mehr aufmachen möchte. Also zumindest ging es eben nicht. Ja, er sagt, weiß ich nicht. Also, ich versuch's nochmal so in den Sarkophag reinzugehen und dann daraufhin vielleicht nochmal das Fenster zu öffnen. Aber das ist tatsächlich der richtige Gedanke. Und das wollte ich ja eigentlich auch machen. Und so steht es auch in der Lösung. Ich habe nur ganz kurz nachgeguckt. Jetzt macht es? Das Fenster ist doch zu! Wir schließen jetzt, Monsieur Lobineau. Schon? Der Tag hat einfach nicht genug Stunden. Mehr als genug für mich. Ich kann es gar nicht erwarten, nach Hause zu kommen und die Füße hochzulegen. Eh bien, dann bis morgen. Gute Nacht, Monsieur. Ja, es tut mir jetzt leid, dass ich jetzt das nachgucken musste, aber ich war ja auf dem richtigen Weg. Ich hatte das doch irgendwie so in Erinnerung, aber ja, jetzt geht's anscheinend. Aber das Fenster ist doch zu. Merkwürdig. Ist wohl ein kleiner Bug irgendwie. Oh, guck mal, wer da kommt. Der Guido. Und der Flap. Hör mit dem Blödsinn auf, du Idiot. Schieb deinen Arsch hier rüber und bring die Taschenlampe mit. Vielleicht sollten wir das Teil jetzt einfach umkippen. Und dann wird der Alarm ausgelöst. Was zum... Wer ist da? Los, nix wie raus hier. Das war jetzt dämlich. Das war jetzt gerade sehr ausschlussreich, ne? Und als ich aufwachte, war ich auf der Polizeistation. Und glücklicherweise konnte ich Rosso davon überzeugen, dass ich unschuldig war. Armer George. Was für eine Schweinerei. Ich habe alles vermasselt. Glaube ich nicht. Du hast gute Arbeit geleistet, indem du die beiden Gauner abgelenkt hast. Ja, aber der Killer ist mit dem Dreibein entkommen. Nein, ist er nicht.
Er ist nicht der Einzige, der sich verkleiden kann. Du meinst, du hast das Dreibein gestohlen? Zum Teufel, Nico, ich hätte erschossen werden können. Diese Trottel hätten sich wahrscheinlich an die eigenen Füße geschossen. Ich wünschte, du hättest mir von deinem Plan erzählt. Wir stecken alle beide da drin. Und wieso hast du dich wie eine Pantomimenkatze verkleidet? Sei jetzt bitte nicht eingeschnappt, Georgie. Ah, Mist. Und nenn mich nicht Georgie. Ich dachte, du würdest dich freuen. Schließlich haben wir das Dreibein. Ja, ist ja auch cool. Ja. Ich mache mich besser wieder auf die Suche. Also halt, Moment. Ja. Können wir das jetzt mal kombinieren? Vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht. Ja gut, dann hat das ja geklappt. Ja. Und nu? Wir haben das Dreibein. Oh Gott, ein Clown. So viele Leute. Ich war gerade überrascht. Hey, du da mit den Bällen. Ui? Ja. Wie haben Sie gelernt, so zu werfen? Werfen? Was ist das Werfen? Wie geht das? Na das, was Sie da machen. Werfen mit Bällen oder Keulen oder so. Das ist kein ordinäres Werfen, das heißt Jonglieren. Jonglieren? Was heißt das? Mon Dieu, ein Jongleur ist ein Künstler, ein Meister der Antischwerkraft und Eingeweihter der Aero-Ballett-Mysterien. In den vergangenen Jahrhunderten hatten alle Höfe der gekrönten Häupter Europas ihre eigenen Jongleure. Geistreiche, belesene Männer, an die sich die Monarchen in der Stunde der Not wandten. Was haben sie getan? Moment mal, sehe ich das so richtig? Unsere Feinde stehen an den Grenzen des Reichs, Seuchen verwüsten das Land und die Bauern revoltieren. Was für ein Glück, dass wir Chuckles haben, der seine Bälle durch die Gegend wirft. Schätze, nein. Ein bisschen angepisst, wa? Dieses Jonglieren sieht eigentlich ganz leicht aus. Oh nein, nicht wirklich. Eigentlich sieht es gar nicht leicht aus, oder? Vielleicht glauben Sie, Sie könnten es besser? Ich versuch's mal. Bedienen Sie sich. Aha. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie das geht. Aber da dieser Typ offensichtlich ein Idiot ist, kann's ja wohl nicht so schwer sein. Andererseits ist es doch schwerer, als es auf den ersten Blick aussieht. Erheblich schwerer. Aber immerhin ist das meine große Chance, einmal von völlig Fremden verspottet zu werden. Doch nicht so einfach, wie? Nein, sieht nicht so aus. Das hat auch irgendwie einen Grund gehabt, dass ich das machen musste, oder? Ich habe nicht die mindeste Lust, mit dem Publikum zu reden. Können wir dem vielleicht mal die Clowns nah... Warte mal. Tagchen. Ui, was wollen Sie diesmal? Schauen Sie mal, eine rote Nase. Ah, Sie sind ein Clown? Clown? No. Dann wären Sie wohl auch ein viel besserer Jongleur. Einen Moment lang tanzt eine Idee knapp außerhalb des Scheinwerferkegels meiner Aufmerksamkeit. Doch bevor ich mich auf sie konzentrieren kann, fällt sie in den Gully. Ja. Was wissen Sie über die Tempelritter? Les Templiers? Ah, Ihr letzter Großmeister Jacques de Molay wurde verbrannt. Und zwar auf einer Insel in der Seine, im Jahre 1314. Hey, solide Bildung für einen Jongleur. Non, Monsieur. Ich habe das von der Tafel da drüben abgelesen. Ja, okay. Es wäre ungerecht, jemanden die Handfläche zu verbrutzeln, der sich durch seine geschickten Hände ernähren muss. Na ja, wäre schon lustig. Okay, also nochmal jonglieren können wir anscheinend nicht. Bis später. Au revoir, Monsieur. Hat sich hier vielleicht noch mehr getan? Oh! Da ist ja jemand. Ein Priester, würde ich mal sagen. Entschuldigt, Pater. Pardon? Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Aber sehr gerne, Monsieur. Es wird mir ein Vergnügen sein, Ihnen zu helfen. Das hat der die gleiche Stimme wie der Bunny im Krankenhaus. Wie lange arbeiten Sie schon hier? Das ist keine Arbeit, Monsieur. Das ist eine Berufung. Ich helfe Pater Flambert jetzt seit fast 6 Monaten. Der Jongleur müsste übrigens die Stimme von Todrick gehabt haben. Glaube ich zumindest gerade. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube. Dann nehme ich an, dass Sie nur wenig über die Geschichte dieser Kirche wissen. Stimmt. Nur sehr wenig. Der Kerzenständer glänzt ja wie neu. Ah oui. Alles, was nicht das bestmögliche Resultat darstellt, wäre eine Beleidigung des Allmächtigen. Das stimmt wohl.
So habe ich das noch nie gesehen. Okay. Was wissen Sie über die Tempelritter? Wenn Sie sich dafür interessieren, sind Sie hier genau am richtigen Ort. Viele von ihnen wurden auf dem Platz draußen hingerichtet. Eine Schande für Frankreich. Aber der Papst stand doch voll dahinter. Clemens V. war ein Mann des Mammons, kein Mann Gottes. Das ist aber ein ziemlich kesser Spruch für einen Priester. Finden Sie? Es lässt sich nur so schwer feststellen, was wirklich passiert ist. Das war vor so langer Zeit. Okay. Mir ist aufgefallen, dass das Bleiglasfenster links neuer aussieht als das mittlere. Sie haben ein scharfes Auge, Monsieur. Das Originalfenster wurde im letzten Krieg zerstört. Es war so alt wie die Kirche selbst. Frühes 14. Jahrhundert. Oh Mann, das ist einfach schrecklich. Oui, ein entsetzlicher Verlust. Doch die Kirche und die anderen Fenster haben zumindest überlebt. Ob ich dir mal ein paar von unseren Antiquitäten zeigen soll? Ich habe ein echt mittelalterliches Dreibein. Monsieur, Sie sind eine wandelnde Schatzkammer. Okay. Na, ist das ein Edelstein oder was? Er ist wunderschön, Monsieur, und trotzdem... Ich fühle, dass ihn irgendwie eine Leidensaura umgibt. Okay. Was halten Sie von diesem Kelch? Der sieht aber sehr alt aus. Etwa so alt wie diese Kirche, würde ich sagen. Da scheint etwas eingraviert zu sein. Wirklich? Was steht denn da? Kann ich nicht sagen. Es ist sehr stark angelaufen. Wenn Sie gestatten, könnte ich versuchen, den Kelch etwas zu polieren. Ich verspreche, ich bin ganz vorsichtig. Okay. Ja klar, auf jeden Fall. Das wäre zu liebenswürdig von Ihnen. Es wird nicht lange dauern. Schauen Sie sich so lange ruhig etwas um. Ja gut, aber... Okay, danke. Wir kennen uns ja schon hier aus. Ich frage ihn mal direkt weiter. Der Priester ist immer noch mit dem Kelch beschäftigt, also sehe ich mich noch ein wenig in der Kirche um. Ja gut, dann gucken wir uns die Statue nochmal an. Da gibt es ja neue Erkenntnisse. Am Ende des Stabes ist eine Art Scheibe mit einem Kreuz darauf befestigt. Hm. Am unteren Rand der Scheibe sehe ich einen Haarriss. Naja, das wissen wir ja schon. Eine Schriftrolle ist ein Symbol der Gelehrsamkeit, das weiß ich. Ein gelehrter Ritter, das erinnert mich an etwas. An etwas, das mir sehr spanisch vorkommt. Ja, die habe ich uns ja alles schon angeguckt hier. Ein steinerner Ritter liegt am Ende der Viererreihe. Ob dieser Typ wohl im Kampf gefallen ist? Der Priester ist immer noch mit dem Kelch. Ja, dann geh mal raus, weil ich habe sonst gerade nichts mehr anzugucken. Gehen wir raus. Vielleicht muss ich einfach nur mal die Kirche verlassen und dann wieder reinkommen. So. Und dann wieder rein. Er putzt immer noch. Ich habe keine Zeit zum Rumsitzen. Der Priester ist immer noch mit dem Kelch beschäftigt, also sehe ich mich noch ein wenig in der Kirche um. Gibt es denn hier irgendwas Neues zu entdecken oder muss ich jetzt echt alle Sachen nochmal neu anklicken? Dann probiere ich es halt. Dann ja, klicke ich dieses Grab da hinten auch nochmal an und das hier vorne, das eine. Er sagte, ich soll mich in der Kirche umsehen. Von daher machen wir das einfach mal. Ein Ritter in Begleitung seiner Mitstreiter. Eingravierte Bibelzitate sollen ihn auf seinem Weg in die nächste Welt sicher, schätze ich. Okay, Fenster haben wir auch schon angeguckt. Irgendwie sieht es modern. Ich weiß. Wir haben das ja alles schon angeguckt. Der hier fehlt noch. Ein steinerner Ritt, diese ganze. Im Vergleich zu dem. Das haben wir uns alles angeguckt, eigentlich hier drin. Klar, ich könnte das Ende des Stabes einfach abbrechen. Hä? Aber wenn ich schon wie ein Vandale in der Kirche hause, soll wenigstens was dabei rausspringen für mich. Außer einer Deportation. Das hat er aber sonst nicht gesagt, dass er das abbrechen soll. Das Dreibein? Nee. Na gut. Der Priester ist immer noch mit dem Kelch. Ich habe keine Zeit zum Rumsitzen. Ja gut, dann gehen wir jetzt raus. Wir können noch mal vor beim Café mit dem Polizisten sprechen. Und ansonsten ist der Pater doch gleich zu Ende. Wir müssen ja irgendwie die Leute hier noch loswerden, ne? Hi, gibt's was Neues? Ich glaube nicht. Verzeihen Sie, Wachtmann. Halt! Können Sie mit diesem... Das muss... Ne, das ist auch nichts Neues, okay. Wir sehen uns wohl noch. Oui, Monsieur. Ich werde hier sein.
Und der hat auch nichts Neues, glaube ich. Ne? Ich gehe gleich noch einmal in die Kirche zurück. Tagchen. Ui, was wollen Sie diesmal? Ja, das ist alles nichts Neues. Bis später. Okay. Ja gut, ja, ist nichts Neues. Dann hoffe ich doch mal, dass wir im nächsten Part irgendwie weiter vorankommen. Ich denke immer schon, dass das Rätselslösung jetzt irgendwie in diesem Kelch liegt, der dann immer sauber geputzt ist. Aber ja, vielleicht müssen wir halt etwas Bestimmtes machen. Ich werde noch ein bisschen rumklicken und dann werden wir das wahrscheinlich rausfinden. Euer Alex sagt ciao, bis zum nächsten Mal.